Hallöchen, meine lieben Freunde der verrückten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Lego Jurassic World. Und mit dabei ist heute der liebe Droppy, den habe ich entführt und den schleife ich jetzt einfach mit auf Isla Sauna. Ja, einmal aus dem Star Wars Universum entführt. Ja, ne? So einfach geht das. Einfach mal mach's. Wetten, das wusstest du noch nicht. Kreitosaurier können entweder auf zwei oder auf vier Beinen laufen. Ah, Dr. Mark. Wollen Sie alte Lagerfeuergeschichten mit meinem Onkel austauschen? Ich war da, ich weiß, was man passiert. Man hat es im Hintergrund. Ingen untersteht jetzt meiner Verantwortung, Doktor, und ich werde unsere Interessen zu wahren wissen. Sie hatten damals recht und ich Unrecht. Hätten Sie erwartet, dass ich das jemals zugebe? Isla Nubla diente nur Präsentationszwecken für die Touristen. Anlage B war die Produktionsstätte. Sie lag auf der Insel Sorna. Vor einigen Wochen stieß eine britische Familie bei einem Yachtausflug zufällig auf die Insel. Der Aufsichtsrat hat diesen Vorfall ausgenutzt, um mir die Leitung von Ingen wegzunehmen. Es gibt da also noch eine zweite Insel mit Dinosauriern, diesmal ohne Zäune und so? Und Sie wollen da Menschen hinschicken? Ich brauche eine Fotodokumentation über diese Tiere. Sie haben doch nicht Sarah engagiert. Ihr passiert nichts. Und glauben Sie mir, das Forschungsteam wird... Das ist keine Forschungsexpedition mehr, es ist ein Rettungseinsatz, der sofort anläuft. Sie können nicht 3 Tage früher fahren wollen und erwarten, dass alles fertig ist. Ich habe noch nicht alles da. Dieses Zeug muss noch getestet werden. Sag mal, Leute, bis diese Fahrzeuge bereit sind, gehen wir nirgendwo hin. Ja, jetzt sind wir in der Werkstatt am Anfang des Films. Und wir müssen jetzt anscheinend erstmal alles zusammen flicken. Was steckt denn da drin fest? Warte, komm mal zu mir. Ja! Also es könnte sein, dass es nur außerhalb der Levels ist, dass du den Bildschirm nicht so ganz siehst. Weißt du, was ich meine? Erklär mir doch bitte nochmal, warum du nicht die Reifen holen kannst, Carl. Ich hab auch zwischendurch der... starke Verbindungsprobleme. Okay. Ja, wir schaffen das schon irgendwie. Ja. Also nicht fragen, warum ich hin und wieder mal ganz schön komisch weit durch die Gegend renne. Oder an etwas vorbeirenne. Ich glaube, ich darf hier was. Nee, den wollte ich nicht anschießen. Jetzt wollte ich gerade was machen. Ja, ich habe gerade was gemacht. Ach komm! Jetzt hab ich's im Mund! Oh, geht! Noch auffälliger ging nicht, oder? Es soll grün sein, damit uns die Dinosaurier nicht sehen. Oder willst du von einem T-Rex gemacht werden? Das ist doch gar nicht unfair. Und da gucke ich nicht nochmal rein, blöde Düse. Vielleicht ist das nur getrocknete Farbe. Jetzt. Wir haben nicht mehr Leute aktuell. Warte. Diese Motorenteile wollen einfach nicht halten. Kannst
Muss ich damit hin? Ja, du musst da in die Löcher rein. Oh, lol. Okay, ja. Ja. Du hast uns ein Minikit geholt. Ja? Ja. Das war das falsche Loch. Du sollst die eigentlich da ranbringen. Na gut. Ach so. Du schaffst es, die Reifen zu montieren, Karl? Klar, ich bin ja nicht völlig nutzlos. Für Karl. Autsch, hab mir einen Splitter eingefahren. Am Reifen. Steig einfach ins Auto. An Gummi. An Gummi. Da musst du ran. Oh, hier? Ja. Kannst du dir diese, oh ja. Schraubenschlüssel. Ich hab den Hammer benutzt. Das erklärt alles. Ja, hallo. Jetzt schnurrt sie wie ein Kätzchen. Ein wirklich lautes Kätzchen. Danke. Miau. Ja. Miau. Passt auf, wo ihr hinfahrt. Danke für die Vorwarnung, Eddie. Nick Vanone, das ist Ian Malcolm. Nick ist unser Fotograf. Ian ist unser Ian. Ian ist unser Ian. Ja, ne, Ian ist Chaos-Theoretiker. Theoretiker. Oh, jetzt habe ich den. Momentchen noch. Ja, da kannst du jetzt da dran gehen. Sind Sie das? Hier, was? Wir müssen jetzt den LKW startklar machen. Wir haben jetzt die Autos startklar gemacht und jetzt muss der LKW noch gemacht werden. Machen, klar. Oh. Genau. Puh, es hilft nichts. Dieser Motor bewegt sich nicht. Hast du eine Ahnung, wie man das Teil schieben soll, ohne sich was zu zerren? Oh, ja, du musst da einmal was aufmachen. Jo, gleich. Der Knopfchen nochmal die Tische und so und. Ja, das wollte. Dann machst du da drüben auf, dann glaube ich hier weiter. Weißt du, das Game, das besteht aus Teamwork. Ja. Yeah. Der wichtige Sachen kann, der macht die wichtigen Sachen und der andere macht die unwichtigen Sachen, was Zerkloppen betrifft. Na guck, da darf ich auch noch mal drauf ballern. Ja. Komm ich mal zu dir. Ja, nee, nicht da drauf. Warum? Sieht aus wie ein Trolle. Von Sicherheitsvorschriften gehört? Mann! Schnauze! Was für Sicherheitsvorschriften? Wow! Darauf wäre ich nicht. Ach so. Herzlichen Glückwunsch, so, dass du dumm bist. Dankeschön, dass du die Diagnose selber festgestellt hast. Vielen Ja, okay. Stopp! Hier soll er hin. Das ist ein Hochstand. Man steigt rein, fährt drauf und versteckt sich. Eigentlich ist das eine bequeme Zuweishöhe für Dinos. Droppy, man hört dich wieder doppelt. Ach, komm. Das kotzt mich auch an, aber... Du weißt schon, wie ich's meine. Bequeme zu. Ja, das ist eine bequeme Zubeißhöhe für Dinos. Da muss ihr Melken recht geben. Mach dann mal wieder das wichtige Zeugs, ne? Mach das.
Minikit. Minikit. Freunde merken, Minikits sind wichtig. Gehört da nicht noch ein Dach auf das mobile Labor? Nee, ich glaube, das passt so. Genau, das ist die Robster-Version. Ich glaube, das passt so. Wir sollten zumindest ein Cabrio daraus machen. Prio. Ihr Cabrio, das war mein Plan. Ich wollte ihm jetzt kein Dach aufsetzen. Das hätte ich gerne mal als Lego-Set. Also den LKW. So, dann schrauben wir mal dran rum. Ich muss nicht mal was machen. Ich muss den Kran nur bewegen. Ich muss eigentlich nur W drücken. Gefällt mir. Ist dann ja nicht ganz so schwierig. Da oben ist ein Minikit. Kelly, mein Schatz, da bist du ja. Was hat da so lange gedauert? Ich habe kein Taxi gekriegt. Oh, Liebling, das macht nichts. Hör mal, ich muss dir was sagen. Ich muss mit dir reden. Wärst du etwa weg? Ist nur für ein paar Tage. Eigentlich will ich ja überhaupt nicht weg, aber es ist leider ziemlich Dr. wichtig. Dr. Malcolm. Wow, der hatte einen Job. Diese Kiste ganz hoch. Das Klopapier. Hochzufahren. Das ist ja voll cool. Aber das hat er verkackt. Drücken wir es anders aus. Dummheit tut weh. Und meistens auf Kosten der anderen. Ich glaube, das will nicht gefangen werden. Was will nicht gefangen werden? Das Schwein? Das Schweinchen. Ach so, rennt das wieder da rum? Ah, ja. Ich habe in Dr. Hardings Telefon einen Peilsender eingebaut. Wir müssten also ein Signal empfangen. Was für ein Control Freak. Scheiße, auf dem Speicherpunkt. Okay, ich hab das Geld aus dem Speicherpunkt rausgeklopft. Achtung, Cockbees! Pissgesicht, du gehst mir nicht auf die Säcke. Einfach durch. Einfach durch den Fluss. Ich weiß nicht, kann der da rein? Nein, kann er nicht. Ich weiß nicht, Frauen können irgendwie immer auf die in die Scheißhaufen hüpfen. Weiß auch nicht warum. Sarah Hardings. Was glaubst du, wie viele Sarahs hier gibt? Du musst mir den Weg jetzt nur möglich machen.
Ich frag mich nur gerade, wo ich. Am Baum. Am Baum. Einfach mal auf den Baum ja, ich seh's. Ich wollte gerade sagen, einfach mal auf den Baum einschlagen, dann passt das. Klar, ein Amboss. Natürlich. Ein Amboss. Wer kennt's nicht? Ja, wer kennt's nicht? Einfach ein Amboss oben auf dem Baum. Hängen. Stellen. Klar. Mitten in der Natur, wo eigentlich nur Dinos sind, ja? Ja. Wem willst du das erzählen? Oh, na gut. Muss man da stehen bleiben? Was so ein schönes blaues Dingens. Was ist das? Ja, danach hatte ich auch schon Ausschau gehalten. Ja, ja, du musst es festhalten. Auf geht's! Votu Vario, die Avara Dinosaurier-Experte. Oh, diese Mistviecher. Ja, die gehen einem richtig auf den Piss. So, erstmal zumachen hier. Du kannst dich schon mal auf Jurassic Park 3 freuen. Ja? Da gibt's noch mehr. Von den Dingern. Sarah! Sarah Harding! Wie viele Sarahs gibt's hier deiner Meinung nach? Ja, genau, den Joke habe ich gemeint. Wie viele Sarahs gibt's hier deiner Meinung nach? So. Sie müsste ganz. Kommt man auch hier hoch? Junge. Wow. Das ist. Das ist atemlos. Stegosaurus. Ja, ein Stegosaurus. Ja, Stegosaurusse. Aber dann rennen alle ja. Ihr Leben und schreien. Sau rennen natürlich. Sieh mal aus unserer Crew Paläobotanikerin. Oder hat eine Gießkanne dabei? Da musst du hin. Droppy. Aber sag mal ein Bild. Das sind einmalige Fotos, sag mal. Ja, ne? Ist klar, ne? Muss noch eins machen. Sagenhaft. Ian, ich hätte nie im Leben geglaubt, dass Hammond dich rumkriegt. Ja. Nee, Hammond hat ihn auch nicht rumgekriegt. Hi, Sarah. Ui. Rein da. Habt ihr die Tiere gesehen, die gerade vorbeigezogen sind? Das war eine Familie. Ein Foto von ihrem Nest. Bin gleich zurück. Sarah, nein. Ganz blöde Idee.
Ganz, ganz blöde Idee. Das sind immer die dummen Ideen. Warum fallen den schlauen Leuten immer die dummen Ideen ein? Bleib da! Sarah. Sarah. Sie ist viel zu dicht dran. Sarah! Ja, die Kacke ist am Dampfen, ne? Mhm. Schießen Sie! Sie beschützen doch nur Ihr Baby. Wahrer Überlebender! Wir haben es geschafft! Ah. Ach, Bunny, müssen wir hier die Steine. Wir müssen nicht zu den Steinen locken. Au. Au, oh, doch nicht. Oh oh. Nice. Muss da reinkraxeln und das zuerst zusammenbauen. Ich versuche hier die. Was machst du? Nee, Stein funktioniert nicht, wenn er mit dem Schwanz auf den Boden haut. Buxu? Es fehlt nur noch der hier hinten. Foto. Von die Tier machen du Foto. Ja, du lass ihn da liegen, dann gleich Vieh kommen und mach den Stein. Oh, wir haben die Dinosaurier freigeschaltet. Aber wir haben gerade wahrscheinlich den Stegosaurus freigeschaltet. Also würde ich jetzt mal drauf tippen, dass das so ist, weil für was anderes würde mir bei dem Level absolut keinen Sinn ergeben. Ich mach dann gleich ein Foto, ja. Yippie! Ja. Foto, Shooting, Time. Und das Vieh ist weg. Wir haben sie verscheucht, erfolgreich mit Fotoapparaten. Feuer! Feuer! Feuer in unserem Lager! Oh, scheiße, würde ich mal sagen, ne? Nein, Wasser erzeugt nur Wasserdampf. Nehmt Erde. Wer hat das Feuer gemacht? Oh ja, Feuer. Ich wollte euch nur was zu essen kochen. Nice. Es sollte fertig sein, wenn ihr zurückkommt. Oh, Kelly, ja. Kelly, du hast keine Ahnung, was hier los ist. Warst du wirklich die ganze Zeit im Trailer? Engine. Das ist eine Waschmaschine. Oh, wir brauchen die in Waschmaschine. Das kapiere ich nicht. Da steht ja Engine an dem Hubschrauber. Aber wieso? Warum schickt Hammond zwei Teams her? Das zweite Team kommt nicht von Hammond. Isla Sauna, Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Wir haben uns auf 600.000 hochgearbeitet, finde ich gut. Ja. Weißt du, mein Ziel ist es, wenn ich alle Level durchgespielt habe, mindestens 1 Million zu haben. Wahrer Überlebender. Wie viele Minikits haben wir? 2 sollten es sein, ne? Sind 3.
Oh. Eddie Carr. Ian Malcolm, Isla Sonna. Nick Van Owen. Sarah Harding. Carlos. Freigeschaltet. John Hammond, Vergessene Welt. Freigeschaltet. John Hammond im Schlafanzug. Sammler, Isla Sonna. Freigeschaltet. Beobachter, Isla Sonna. Freigeschaltet. Van Owen Svan. Freigeschaltet. Stegosaurus. Freigeschaltet. Buxu? Haben wir auch das freigeschaltet. Jetzt Stego und Triceratops. Haben wir. Und Raptor. Ja, meine lieben Freunde der verrückten Unterhaltung. Damit war's dann auch heute mit der heutigen Folge. Dann wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Und möge die Macht mit euch sein. Habt einen fantastischen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch macht das Ganze hier Spaß. Ich hoffe, euch gefällt das. Droppy mal wieder hier auch dabei ist. Ja. Lasst euch nicht von Dinosauriern fressen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin habt eine ganz schöne Zeit.